Hallo, Morning Talk. Heute haben wir Montag, oder? Montag haben wir doch, oder? Ja, jawohl. Der 12.9. Jeje, der September ist auch schon wieder rum, fast. Noch 2 Wochen, dann ist er wieder rum. Ja, nicht normal. Ja, das Wochenende war toll. Bisschen was los. Aber, naja, ich bin wieder da. Ich gucke hier gerade bei Discord. Der Dom hat einen neuen Namen. Hat er den schon immer so gehabt? Ich habe keine Ahnung. Wir haben noch ein paar Folgen aufgenommen, Heroes of the Storm. Ich habe auch ein paar Solo gemacht, weil er keine Zeit gehabt hat. Aber wenn jemand dabei ist, ist es besser. Ich gucke auch gerade, wer auf Battle.net gerade so online ist, aber da ist gerade nichts los. Ich meine, es ist 10 Uhr morgens. Die Leute gehen arbeiten oder zur Schule und nicht alle haben Urlaub. Deswegen ist es ja normal, dass ein bisschen weniger ist. Was ich heute geplant habe, ist ein bisschen Ranked spielen Overwatch. Einfach mal ein bisschen Solo, beziehungsweise falls jemand von meinen Leuten auf meiner Freundesliste Zeit hat, dann mit denen zocken. Ja. Streamen kann ich ja nochmal versuchen, ob es funktioniert. Jetzt klingelt es an der Tür, also bin ich gleich wieder da. Da bin ich wieder, es war die Post, aber der hat anscheinend bei Tausenden geklingelt, weil. Er ist nicht hochgekommen zu mir. Also keine Ahnung, was er wollte. Ich finde es immer so scheiße, wenn ich dann da unnötig rumstehe, dann höre ich nur das Auto, wie es wegfährt. Blöder, blöder, blöder Penner, Alter. Wo war ich denn jetzt? Heroes of the Storm sind jetzt 2 Folgen draußen. Es wird gut geguckt. Finde ich super. Weiter so. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar, ich glaube, das waren 4 Folgen alleine aufgenommen, aber es kommen noch 4 Folgen mit ihm. Aber danach hoffentlich geht's weiter, weil wir haben schon einen Termin ausgemacht am Mittwoch, dass wir da weiter aufnehmen. Also hoffentlich wird das was. Okay, gucken wir mal, ob es irgendwas Neues gibt auf YouTube und was weiß ich. Die Weltmeisterschaft von Overwatch läuft ja gerade mit internationalen Nationalmannschaften und nicht mit Clans. Und da ist Deutschland jetzt in der Gruppe als Erster weitergekommen. Ich glaube, nächste Woche geht es weiter mit den Playoffs. Und dann geht es, glaube ich, direkt dann zu BlizzCon ins Finale. Mal gucken, ob es die Deutschen schaffen. Weil, ich kann es euch ja noch zeigen. Moment. Wer eigentlich da weitergekommen ist, alles. Welche Seite ist das denn? Ida? Nein, hier unten drunter. Das sieht man eigentlich schon. Das sind so mal alle drauf hier. Also von Europa. Ich glaube, die anderen, die sind einfach direkt schon in den Playoffs gewesen. Weil Europa waren es halt wirklich sehr viele. Guckt euch das mal an. P. Keine Ahnung. Deutschland hat alles gewonnen. Die haben das letzte Spiel gegen Südafrika gespielt. Ja, Südafrika ist in den Europa-Qualifikationen dabei. In den Gruppen. Weil es einfach zu wenig afrikanische Mannschaften gibt. Ich glaube, das ist eigentlich nur die eine. Und mehr gibt es nicht. Das sieht man hier. Die haben 1 zu 8. Das 1 haben sie durch Deutschland bekommen, weil die ein Spieler von denen hat einen Disconnect, konnte ein Match halt mitmachen und dann haben sie halt verloren. Aber ansonsten, hier souverän. 4 Siege. Was PP ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht unentschieden, hat da irgendeiner unentschieden gemacht? Nö. Da gab es nur Siege und Niederlagen, kein Unentschieden. Vielleicht wäre da irgendwas gegangen gewesen. Ja. Hier sieht man halt ganz gut in Finnland, wo eigentlich nur, hier guck mal, zu 0. 8-0. Die haben nicht ein Spiel hergegeben, weil die sind halt wirklich Pro-Gamer. Da bin ich eh gespannt, wie weit die kommen. Also ich meine BlizzCon auf jeden Fall. Aber danach. Frankreich kenne ich jetzt keine Spieler. Weiß ich nicht so genau, aber und Schweden. Schweden ist immer gut, egal in welchem Spiel. Die haben überall Pro-Gamer. Es ist nicht normal, wie gut Schweden ist. Russland und Spanien. Russland habe ich echt keine Ahnung. Sieht man da jetzt Team? Wer da mitmacht? Team. Ne, nicht Team. Ne. Keine Ahnung, ich bin gerade so blöd dafür. Ups, jetzt bin ich ja ganz. Jetzt bin ich ganz weg. Jetzt bin ich ganz weg. Sieht er ja nicht. Ach, Mitglieder. Na toll, da sieht man nur einen. Der hier, ein Deutscher. Aha. Aha. Ja, egal.
Wie gesagt, nächste Woche geht's weiter, falls es irgendjemand interessiert. Mich interessiert's. Team Deutschland ist nicht schlecht. Internet Hulk ist halt ein richtiger Pro-Gamer und dann die anderen kenne ich halt gar nicht, die dann noch mitgemacht haben. Sieht man da ein bisschen was? Wenn ich auf Mitglieder gehe. Nee. Keine Ahnung. Okay, gehen wir mal bei meinen YouTube-Abos weiter. Mal gucken, ob es irgendwas. Irgendwas gibt. Was man erwähnen könnte. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nö. Dann hier auch nicht. Nö. Ist ruhig. Es war Wochenende, da ist ja eh nie so viel los. Auf Steam auch nichts Neues. Na, hallo? Ah, jetzt. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich heute kurz einkaufen fahren, weil ich muss was holen. Und dann werde ich wie immer Overwatch zocken. Und vielleicht Heroes of the Storm, aber mal gucken. Ich will nicht zu viele Folgen alleine aufnehmen, weil das kommt dumm. Es sieht dann so aus, als hätte ich gesagt, hau ab, Dumme, mit dir will ich nicht mehr spielen, ich spiele jetzt alleine. Aber nee. Er soll schon mitmachen, weil mit mehreren Leuten macht es halt mehr Spaß als alleine. Kenne ich, ist eigentlich in jedem Spiel so. In WoW ist es nicht so schlimm. Dann will ich eh nur Level 110 werden und dann ist es mir egal. Dann kann das Spiel von mir aus offline gehen, bis das nächste Add-on rauskommt und dann zocke ich es wieder. Ja. Bei Overwatch hat sich, glaube ich, mit Sombra-Zeugs nicht viel geändert. Es ist auf 35,5%, also ich denke, wir müssen bis 100% warten, bis da irgendwas, ja, bis da irgendwas passiert. Ja. Okay, gut, dann bedanke ich mich, ich mach Schluss. Haut rein, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder oder bei irgendeinem Video, was ihr guckt. Tschüss.